Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zu einem sehr netten Thema und sehr erfrischenden Thema und sehr tollen Thema. Ein Schlückchen Wasser, damit es besser läuft. Und zwar folgendes. Das Thema ist, wie kann ich selber kontrollieren, ob ich richtig und gut trainiere? Tolle Frage. Was will er jetzt von uns? Wie soll das gehen? Das ist eigentlich relativ einfach und wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar, man kann tatsächlich erkennen, ihr könnt erkennen und euch, ihr könnt auch erkennen bei anderen, ob sie richtig trainieren. Und zwar an einem Merkmal, an ein einzigen Merkmal, und zwar an den Augen. Ja, an den Augen könnt ihr erkennen, ob dieser Mensch im Moment mit Leidenschaft trainiert oder nicht. Und zwar an dem sogenannten intervernierten Blick. Ihr kennt es, der Tunnelblick. Ich greife was und ich zieh's. Bam. Ich strecke mich aus und ich zieh's. Bam. Ich habe einen Tunnelblick. Das Sichtfeld wird eingeschränkt. Ich habe sozusagen den leeren Blick. Warum? Das macht mein Gehirn bzw. mein Körper so. Warum? Die Augen nehmen extrem viel Kapazität des Gehirns. Das heißt, euer Arbeitsspeicher da oben, der ist hier am Rotieren, der ist unter Full Load, wenn die Augen hier, da drüben die Tante mit dem tollen Popo, da drüben rechts diesen Volltrottel, der die Übung falsch macht. Entschuldigung, es war kein Volltrottel, es ist nur ein armer Mensch, der nicht weiß, wie man trainiert. Entschuldigung, man soll nicht so böse sein zu seinen Mitmenschen, man soll nett sein, gütig, und das würde ich auch hier mitmachen. Ich bin gütig und sehr nett, sehr nett. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, einfach hier das Sichtfeld bei Menschen und Menschen so. Da hampelt einer rum, da turnt einer rum. Da ist ein toller Popo, da sind tolle Haare, da ist eine schöne Oberweite und mein Gehirn ist am Rauchen. Das ist hier am Rotieren, rotiert vor sich hin und hat keine Zeit, sich hier auf die Übung zu konzentrieren. Das heißt, die Mass-Brain-Connection fällt komplett in den Keller. So, da haben wir einen wichtigen Parameter kaputt gemacht, nicht genutzt. So, Chance vorbei, kein 6er Lotto, sondern mal ein 1er. Und genau aus diesem Grund erkennt ihr bei euch und bei euren Mitmenschen ganz genau am intervenierten Blick, das heißt der kleine Tunnelblick, wo sich das Sichtfeld nur noch auf einen kleinen Anteil konzentriert, damit das Gehirn Kapazität spart, um sich auf die Übung zu konzentrieren. Daran erkennt ihr bei euch selber und bei euren Mitmenschen, ob sie richtig trainieren. Auch hier wieder den Hinweis, diese Ansage ist nur für Menschen, die auch ernsthaft ins Fitnessstudio gehen, die natürlich auch ein Stückchen ehrgeizig sind, ein Stückchen diszipliniert sind, natürlich auch in ihrem Training was erreichen wollen, die natürlich hier auch Fortschritte haben wollen, die natürlich auch im Training exzessieren, weil es Spaß macht, weil wir in dieser Art von Sport aufgehen, genau für die ist es gedacht. Für alle anderen, die natürlich das Fitnesstraining als allgemeine Freizeitbelustigung sehen, um Zeit natürlich auch irgendwo in einer anderen Räumlichkeit wie zu Hause zu verbringen, unter schwitzenden Menschen zu sein, aus irgendwelchen Gründen, ist völlig egal, die meine ich natürlich nicht. Ihr dürft weiterhin trainieren, wie ihr möchtet, da habt ihr keine Einschränkungen, ihr dürft alles machen, auch alles falsch machen. Das ist jedem seine Sache, aber diese Ansage gilt für alle Menschen, die ernsthaft trainieren, die ernsthaft die Ziele gesetzt haben und die eben aus dem Fitnesstraining, im Fitnesstraining, Krafttraining, funktionales Krafttraining eben nicht nur eine reine Freizeitgestaltung sehen. Im Umkehrschluss heißt das nicht, dass mir mein Training keinen Spaß macht. Mir macht das Training natürlich mit höchster Technik und höchstem Anspruch ans Training am meisten Spaß. Okay, das war's. Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Der Blick zählt. Intervenierter Blick ist ein Rückschluss darauf, dass ihr richtig trainiert. Deine Fitness. Meine Aufgabe.